Hey Leute, ich möchte euch jetzt erstmal herzlich willkommen heißen zu dem ersten Video meiner USA Week. Und ich sage nochmal ganz kurz, wie das ablaufen wird. Und zwar werde ich jetzt jeden Tag, also 7 Tage lang, ein Video hochladen. Und einen Teil der Videos habe ich in den USA gedreht und einen Teil drehe ich einfach zu Hause. Und ihr werdet auch am Ende von jedem Video so einen kleinen Clip sehen, was dann morgen auf euch wartet. Und mein erstes Video ist eine Thrift Haul und ich zeige euch jetzt erstmal so ein paar Ausschnitte, wie Thriften in den USA so abläuft und dann sehe ich euch gleich wieder und zeige euch die Sachen, die ich mir gekauft habe. Also viel Spaß! Ich bin jetzt gerade hier in so einem Thrift Store und das ist richtig cool, der ist riesig. Ich zeige euch das gerade mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und das ist richtig krass und mal gucken, das ist bestimmt voll cool. Ich werde jetzt ein paar Sachen mir angucken und anprobieren. Und es dauert bestimmt richtig lang. Also es ist richtig krass, was sie hier alles haben. Ich habe schon ein paar Sachen. Und ich zeige euch das einfach nochmal. Hier sind einfach so viele Blusen und Sachen. Und ihr könnt mal gucken, es ist gar nicht so teuer. Jetzt $4,99 und sowas für diese ganzen Sachen. Es ist halt nur echt viel zum Durchgucken. So, ich wollte ja eigentlich zu CVS. Und jetzt habe ich gerade hier so einen richtig coolen Second-Hand-Store gefunden und bin da gerade drin. Ich habe auch hier gerade das Kleid anprobiert oder bin dabei. Das ist von Zara und ich finde es eigentlich ganz süß. Aber mal sehen, ich habe noch ein paar andere Sachen hier jetzt so ein bisschen liegen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mal so einen kleinen Eindruck gewinnen, wie Thriften in den USA so aussieht. Ihr habt ja schon gesehen, die Geschäfte sind einfach viel größer und man kann da wirklich mit einem Einkaufswagen reingehen und thriften. Und in dem ersten Laden, in dem wir waren, ich war übrigens mit meinem Austauschpartner und einem Kumpel von ihm thriften, habe ich wirklich einiges gekauft, weil die Sachen auch in den USA viel günstiger sind. Einmal habe ich mir so ein ganz schlichtes, schwarzes, oversized T-Shirt gekauft. Das ist nur so gestreift, aber einfach perfekt für den Alltag mit so einer Statement-Kette. Und dann habe ich mir auch noch ein T-Shirt gekauft. Ich liebe es, T-Shirts in Thrift-Stores zu kaufen, weil ich irgendwie bei H&M oder so nie schöne finde. Das hier finde ich auch richtig schön mit dem Aufdruck und den Blumen und so. Und das, ja, gefällt mir auch richtig gut. Und was ich auch in dem Laden gefunden habe, danach habe ich schon ewig gesucht, ist so eine Art Marineblazer. Ich zeige euch das einfach mal. Und zwar sieht der so aus. Der hat hier auch so coole goldene Knöpfe. Und der ist sogar wirklich in meiner Größe. Der sieht jetzt ein bisschen groß aus. Und der hat auch noch Schulterpolster. Die werde ich auf jeden Fall versuchen zu entfernen. Aber der hat nur $7 gekostet und ist wirklich im Top-Zustand. Und was ich auch in Thrift Stores immer total einfach zu finden finde, sind Kleider. Und da habe ich mir einmal das hier gekauft. Und das ist so ein ganz schlichtes blaues Kleid einfach mit so einem leichten Rosenaufdruck, würde ich sagen. Und das ist richtig toll. Und noch ein Kleid, das habe ich mir da auch gekauft. Das hat so einen Blumenaufdruck und hat so ein, ja, so ein durchsichtiges Material nach vorne. Und das finde ich auch einfach richtig schön, vor allem für den Sommer jetzt. Und das Tolle an dem Thrift Store war, dass man mit so einer Karte dann nochmal 25% gespart hat. Das heißt, ich habe auf meinen ganzen Einkauf nochmal 25% bekommen. Und das war richtig, richtig cool und dann auch richtig günstig. Und dann sind wir zu Salvation Army gegangen. Ich kann euch ja jetzt auch mal kurz noch ein paar Ausschnitte zeigen, wie Salvation Army so aussieht. Das kann man ungefähr mit dem Deutschen Roten Kreuz vergleichen, weil die Einnahmen gespendet werden und die Sachen sind auch nochmal ein Hauch günstiger als in den normalen Thrift Stores, weil es einfach so eine Charity-Organisation ist. Und da habe ich mir einmal hier so ein ganz basic, ja, mäßiges T-Shirt gekauft, weil ich habe gedacht, vielleicht schneide ich da noch ein bisschen was ab oder so und mache das noch ein bisschen cooler. Und dann irgendwie musste ich das auch mitnehmen. Das ist so ein Football-T-Shirt, würde ich sagen. Mit diesem, ja, so einem Netzaufdruck. Und das fand ich auch ziemlich cool. Und die Sachen waren einfach sehr, sehr günstig bei Salvation Army. Genauso wie dieser Cardigan. Der hat mich so ein bisschen an Brandy Melville erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Die ist momentan auch ziemlich beliebt auf YouTube. Einfach so ein Strick-Cardigan. Und der ist auch perfekt für den Sommer. Und ich glaube, das hat auch $1,50 gekostet.
Und also Salvation Army kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil die haben auch immer so, bei manchen Sachen gibt es die dann nochmal günstiger. Und der nächste Laden, wo ich war, ist eigentlich gar kein Thrift Store gewesen, sondern ich war auf dem Weg zum Bahnhof und wollte mir vorher noch eine Flasche Wasser kaufen, weil es so heiß war. Und dann bin ich in so einen 1-Dollar-Laden gegangen und die hatten da auch Klamotten. Und anstatt, dass ich dann mich beeile, weil ich ja eigentlich zum Bahnhof musste, bin ich doch an der Kleiderstange da hängen geblieben und habe mir 3 T-Shirts gekauft für jeweils 1,50 Dollar. Und das erste T-Shirt ist das hier. Das ist richtig cool. Ich finde auch diesen Aufdruck unten total schön. Und für den Preis ist es einfach richtig cool. Und sowas findet man einfach in den meisten Geschäften nicht mehr. Und dann habe ich mir noch ein T-Shirt gekauft. Das, ja, da hat mich auch einfach der Aufdruck so ein bisschen überzeugt. Und ich finde einfach dieses Rosa total schön. Also ich finde die Farbe richtig schön. Und wie gesagt, 1,50 Dollar. Und das letzte, was ich mir da gekauft habe, ist sogar von Victoria's Secret. Also jetzt keine Unterwäsche oder so, sondern nur so ein Crop Top. Und für den Sommer finde ich das auch einfach perfekt, weil der Blumenaufdruck ist ziemlich schön. Und wenn man so High-Waisted Shorts hat, kann man das bestimmt total toll anziehen. Ich habe nur leider noch keine High-Waisted Shorts. Und das letzte, was ich euch zeige, habt ihr schon in einem der Clips gesehen. Und zwar ist das dieses Kleid hier. Das ist eigentlich von Zara und ich glaube, ich habe 7 Dollar dafür bezahlt. Bei Zara hätte ich bestimmt 3-mal so viel bezahlt. Und das finde ich einfach richtig schön. Vor allem, glaube ich, dann im Herbst kommt es richtig gut und das ist ein bisschen ladylike. Und ja, das war es jetzt auch an den gedrifteten Sachen. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, geht in den USA zu Goodwill, Salvation Army, zu den ganzen Thrift Stores. Es macht total viel Spaß und es ist wirklich richtig günstig und ihr werdet nie mehr in eurem Leben wahrscheinlich so riesen Thrift Stores sehen und das ist einfach so cool und ich hatte so viel Spaß. Und ich zeige euch jetzt nochmal einen Clip, was morgen auf euch wartet und vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns ja dann morgen wieder. Tschüss!